Willkommen zurück zu Ryan. Kingdom Hearts Traverse Town? Dream Drop Distance. Yay! My clothes have changed. Ja. Er ist verwirrt. Genauso wie Sora. Ne. Sora! Rife ist ein super geniales Muscle Shirt. Gut. Sora hat quasi das Heldenkostüm gekriegt. We fell overboard after Ursula attacked. Eine gute Frage ist, warum er eine Doppelzipper hat, damit er auch bauchfrei rumlaufen kann. This must be one of the sleeping worlds. My Keyblade. Guck mal, er versteht sofort, dass er in einer schlafenden Welt ist. Er ist auch nicht Sora. Ich würde sagen, er ist auch nicht Sora. Into my hand when I needed it most. Right. It started. Deine Hand ist verdammt riesig. Wow. Ja. Where's your portal? Huh? Noch nicht ganz Yu-Gi-Oh! Season Zero Level, aber who are you? Nah dran. My name is Joshua. What do you das ist ein deutlich portal? Weniger japanischer Name. Are we just schon fast beeindruckend, part, ja. You tell me your name? Riku. Hello there, Riku. Portals are like gateways that link up our worlds. Apparently, the world you and I are standing in right now, well, there are two copies of it. It's been sort of split in half. Aha. Na, was ein Glück, dass du das jetzt direkt am Anfang der Welt erfährst. Ja. There can be two of a world? The world is as many things as people need it to be. The Aha. concept that we all live in the same world, that's just in our heads. Surely you knew. Natürlich. I'll tell you what, Riku. I've got a little errand for you. Sorry. I don't trust you. at least hear me out. I'm looking for a girl named Rhyne. She's the key to the portal. And on the other side, who knows who we'll find? Kaibi? Maybe even your friend... Sora. Dun, dun, dun. You know Sora? Das hat er nicht behauptet. Er hat nur schon mal von Now ihm gehört. Was nicht ungewöhnlich ist, weil Sora jeden Idioten anquatscht, den er auf der Straße sieht. Das stimmt. But unfortunately, I don't know where he is. If he's not in this version of the world, I can only assume he has to be in the other one. Simple logic. Okay. You want to find Rhyme? You got it. Let's go. Riku, du bist nicht Sora. Ja. Du musst nicht jedem Idioten helfen, der dir über den Weg läuft. Außerdem, es ist ein Stadtravers? Nein, wirklich! Ich hab keine Ahnung, warum wir das Intro extra nochmal dafür kriegen. Die Stadtravers! Weil es geskriptet ist, dass Riku hier an dieser Stelle nach Sora auftritt. Wir sind durch die Cutscene hingekommen. Langportale freigeschaltet! Ey. Langportale! Tritt an eine rosa leuchtende Stelle heran und drücke X, um ein Langportal zu betreten. Daraufhin kannst du gegen Geister aus anderen Welten antreten. Oder dich mit ihnen verbünden. Ja, je nachdem, was es für eine Herausforderung ist. Jedes Portal hat einen bestimmten Schwierigkeitsgrad. Pass es auf, dass du ihm nicht zu viel zumutest. Die Sterne zeigen den Schwierigkeitsgrad an. Nein. Wirklich. Deswegen steht da auch Schwierigkeit dran. Ein Portal verschwindet nicht, falls du mittendrin aufgibst. Du kannst dir also bessere Items holen und es einfach neu versuchen. Ja, die Langportale waren tatsächlich eins der Gimmicks in der 3DS-Version, die ausgebaut wurden und für die es jetzt keine Trophäe mehr gibt. Wo wir mal davon sprechen, können wir uns eigentlich auch mal die Trophäen angucken, um die es da genau geht. Da, der Trophäenschrank. Die waren nämlich dann hier unten. Jetzt ist es der Froschwache. Die zwei. Es gab eine Trophäe dafür, dass man Fotos mit seinen Geistern auf dem 3DS nimmt, weil man da ja einfach auch Kameras mit eigenem Gesicht und so aufnehmen konnte. Da muss man irgendwie 10 oder so von machen, von diesen Fotos, hat man dafür eine Trophäe bekommen. Was in einer Minute gemacht war, also ganz schwierig. Und das andere war, setze 30 Langportale, weil man im Original Langportale selber setzen konnte und über Street Pass eine andere 3DS rübergeben konnte, sodass die dann deine Geisterparty aufnehmen und damit spielen konnten. Für eine gewisse Zeit. Dass dieses Feature nicht mehr gibt, weil es die PlayStation 4 Version ist und man übers Internet das scheinbar nicht machen kann und darf. Wurde das halt ausgebaut. Ja, von all diesen gibt's random Portale, die in der Gegend rumstehen. Genau, ja, die random Portale gab's vorher auch schon, halt mit Herausforderungen und auch welche, wo Geister drin sind, damit die Leute, die keinen Streetpass haben, immer noch random Portale mit Geistern drin finden können. Aber man hat halt die Möglichkeit genommen, selber Portale zu setzen. Und halt von all diesen wunderschönen Trophäen müssen wir halt innerhalb dieses Spiels 7 Stück sammeln, damit wir das geheime Ende bekommen. Ja, gut. Sollte machbar sein. Kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Doch, irgendwie schaffen wir das schon. Ja, dann mal los. Ja, dann mal los. Erstmal müssen wir hier ein paar Gegner killen. Riku ist ähnlich, aber steuert sich ein bisschen anders als Sora. Ja, aber nur minimal anders tatsächlich.
Gibt eigentlich nur eine große Mechanik, die anders ist, aber da kommen wir noch zu. So, das waren schon mal 4 Getötete von 50. Ja, da haben wir außerdem mal wieder neue Gegner, irgendwelche komischen Ziegenböcke. Ja. Und in diesem Gebiet, in dem wir gerade bist, gibt es übrigens 2 Schatztruhen zu holen. Das, die Sache mit dem Dreieck und Kreis ist auch nur deshalb ein Problem, weil es im Original man diese Realitätsveränderungen mit dem Touchscreen gemacht hat. Da gab es nicht mit Knöpfen, da hast du einfach den Touchpad über den Touchscreen rübergezogen und dann wurde es aktiviert. Und da hast du damit auch gezielt und dann hattest du nicht das Problem, dass du extra abwehren musstest, bevor du irgendwas machen durftest. Ja, das klingt deutlich praktischer. Ja. Und dann die erste. Da Schatz zu, da ist ein Konfetti-Bonbons drin. Apropos, was hab ich eigentlich in meinem Kommando-Deck drin? Eine Rutschattacke voller Schlaf! Ich bitte dich, schlaf! kann nützlich sein. Schwert voll rein, schon gut. Ja, direkt gegenüber ist die andere Kiste. Take this! Ja. Ey, die ist auch unten, weil ich. Pump. Daran erinnere ich mich noch. Und da haben wir auch den ersten von diesen Kristallen, die aber halt vom Spiel aus platziert wurden. Ja. Das müsste sogar eine Herausforderung sein, wo man Gegner besiegen muss. Die in der Regel relativ einfach sind hier noch am Anfang und halt kleine Belohnungen geben. Und hier haben wir eine Eistraumtüte. Aber das ist natürlich für ein Link-Portal. Nee, da kriege ich irgendwelche Geister, die, wenn ich den Raum verlasse, sowieso weg sind. Also. Brauchen wir nicht wirklich. Das ist sinnvoll gesetzt da. Joshua, why don't they ever attack you? Das ist eine gute Frage. They being Dream Eaters? They won't go after you unless you're a dreamer. Which is funny because I've got plenty of dreams. I'm But they're definitely dreaming. Attacking me. So, oder so. Mhm. Genau. You das. Think I'm a dreamer? Every human being is a dreamer. I had a friend once who said he never dreamed of anything, but it turned out that his were the most powerful dreams of all. Aha. Ich hab keine Ahnung, worum es in The World Ends With You geht, von daher. Why don't we give your dreams shape? Als ich das erste Mal gespielt habe, ich erstmal den Bericht nachguckt, was sind das überhaupt für Charaktere? Wo kommen die überhaupt her? Ich noch nie gesehen hatte. Ich kannte diese Charaktere auch nur, weil ich mal bei einem gewissen Let's Player, der dieses Spiel mal als 1. April-Scherz angespielt hat, mal gesehen habe. Vamp-Komori-Rezept! Eine Liste der Materialien, die es mir schaffen, eines Vamp-Komoris benötigt werden. Was zum Teufel ist ein Vamp-Komori? Haben sie nicht ordentlich übersetzt. Eine Fledermaus. Versuche, einen neuen Geist zu erschaffen. Ja, ich werde es versuchen. Müsst ihr mir da wirklich nochmal ein Tutorial für geben? Wir haben es doch gerade eben erst noch gemacht. Ja, ja, sehr gut. Verstörende Einbildung und zügellose Einbildung und du bekommst... Eine Potion! Ja, hier krieg ich eine Potion. HP um 5 verbessert, ja. Danke, neuen Geist erschaffen, ja. Ey, wir kriegen einen zweiten Geist. Einen zweiten Geist? Ein zweites Geistbrot. Yay. Das ist eine hässliche, pinke Fledermaus. Ein Vamp-Komori mit auch 44 HP, 8 Angriff statt 7, 11 Magie und 6 Verteidigung. Ja, man hat das Ding tatsächlich Resistenzen. Und es ist ein Biber-Butzemann. Gut, wenn wir die alle benennen, dann benennen wir die jetzt auch alle. Dann wird's... Nein, das wird jetzt der Biber-Butzemann. Nein, der, da sich die, diese Einstellung unten mit Butzemann sich noch ändern kann, ist das nachher nicht mehr so lustig. Von daher, heißt der Ed Boris. Ich werde sie alle Boris nennen. Ja, das würden du und Boris euch auf Anhieb gut verstehen. Von mir können wir auch für jede Welt einen Namen festlegen, wo wir die nennen, aber alle, die in Traverstown benannt werden, heißt das noch Boris. Wer bist du? Bist du Ryan? Offensichtlich nicht. Aber er ist ein Team Skull, offensichtlich. Er ist Beat. Er benimmt sich auch wie ein Team Skull-Mitglied. Ja. Ja, tut er. aber ich habe auch mal für eine Weile einen schwarzen Mantel getragen. Just can it, alright? Your inverse psychiatry ain't gonna work. Let's go, Dream Eaters! Bro. Man, not cool. Ich hab eine Fledermaus. Ja. Yeah. Tutorial ist links mit Geistern! Ich jetzt anzeigen. Ja, ist ja gut. Ein weiteres Tutorial. Ja. Und hier kommt jetzt die Mechanik, die zwischen Sora und Riku unterschiedlich ist. Ja, die eine. Sora und Riku können Langs zu Geistern aufbauen. Sie tun dies auf unterschiedliche Weise. Langs mit Geistern. Fülle die gesamte Langanzeige eines Geistes, dann leiht er dir kurzzeitig seine Macht.
Sora setzt Langangriffe ein, um zusammen mit seinen Geistern mächtige Attacken loszulassen. Riku nutzt sogenannte Langstile. Er absorbiert dabei seine Geister, um stärkere Kombos ausführen zu können. Also mehr oder weniger genau dasselbe Prinzip, was wir in Birth by Sleep hatten. Bei Sora ist es halt eine Superattacke, bei Riku ist es Birth by Sleep. Ja. Es ist beides grausam. Aber sie existieren beide. Ja, und wir müssen insgesamt 50 Mal machen, um dafür eine Trophäe zu bekommen. Also werden wir es auch tun. Die Langanzeige füllt sich, wenn der Angriff eines Geistes einen Gegner trifft. Außerdem gibt es bestimmte Geister, mit denen man oft genug lanken muss, um bestimmte Barrikaden auf deren Kommandobrett zu lösen. Das wir schon gesehen haben, ja. Ja. Wechsle zu den Langangriffen und wähle einen davon aus. Drücke Dreieck, um den Lang mit einem Geist auszuführen. Führe einen Lang mit einem Geist aus. Führe einen Lang mit beiden Geistern aus. Ein Lang mit zwei Geistern gleichzeitig ermöglicht es, einen noch mächtigeren Doppellang auszuführen. Boah, aber ein Konzept. So viele Langs. Wechsel mit links und rechts. Du kannst Langangriffe auch einsetzen, indem du die Kurzbefehl-Taste für einen Geist gedrückt hältst und anschließend eine entsprechende Taste drückst. Ja. Baue einen Lang zu deinem Geist auf und besiege so die Gegner. Ja. Ja. Also, drei Rutschattacke. Das ist nicht, was wir machen sollen. Ja. Boris! Ja, Butzemann. Ja, da können wir jetzt also die Butzemann-Technik aktivieren. Und jetzt haben wir diesen Kommandostil quasi gekriegt. Ja. Jetzt sieht's aus, als hätten wir Flipper an. Ja. Gut. Fledermaus-Flipper. Ja. So, man sieht die Leiste von Biber Butzemann so langsam über sich heruntergehen. Und wenn es unten ist, ist unser Stil aus. Ja, ist automatisch beenden. Wir können allerdings auch jederzeit einfach beenden und dann kommt der wieder mit so viel, wie wir bis jetzt verbraucht haben. Das heißt, die 50 Langs gehen extrem schnell weg, wenn man sie anmacht und sofort ausmacht und gut ist. Hm. Das ist eine relativ schnelle Möglichkeit, die Langs zu farmen, wenn man sie braucht. Gerade für Geister, wo man irgendwie 7 Mal mit denen lanken muss, um die Barrikaden zu öffnen, ist es sehr nützlich, einfach zu machen und sofort zu beenden. Geht aber leider nur mit Riku. Ja. Geht mit Sora auch, weil er manche hat, wo das eine Attacke über Zeit ist, dann kannst du die auch abbrechen. Erfülle die Langanzeige beider Geister in deiner Gruppe und du kannst mit beiden zusammen einen mächtigen Doppellang ausführen, das wir gerade auch schon erklärt bekommen haben. Danke. Um einen Doppellang auszuführen, wechselst du den Linkangriffen. Benutze dann oben und unten, um einen Doppellang auszuwählen und drücke Dreieck. Natürlich sind Doppellangs mächtiger als Langs mit einem einzelnen Geist. Sammle so viele Geister wie möglich, um dadurch neue Tricks freizuschalten. Tutorial langs mit Geistern abgeschlossen. Zum Glück ist in diesem Spiel auch die Tutorials hauptsächlich in den Anfang reingeblasen und ab dann geht das deutlich flüssiger, das Spiel. Playing the tough guy 24/7, I'd be worn out too. I just want to protect the one person who matters. Aww. I know the feeling. Sehr emotional. Ja. Die eine Person, die dich interessiert. König Mickey? Donald. Weil es wäre frech zu sagen, nur die eine und dann Sora oder Kairi zu meinen. Rückblende, Schlüsselschwertkrieg. So, ist schon jemand verwirrt? Denn jetzt kommen die Schlüsselschwertkriege. Long ago, in the age of fairy tales, the world was filled with light. Hier, hab noch ein Subplot. Many believed from an unseen. Ja, die in Birth by Sleep schon mal irgendwie angerissen wurde. You see, Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade, so that none could ever lay hands on its mysteries. But in time, the world was overrun by legions who wanted the light all for themselves. And ja, von Legionen überrollt. Were cast upon the land. Schaut euch über. These warriors crafted Keyblades in the image of the original Keyblade. And waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. Wow, wie But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, yeah, das Märchen, das wir in Kingdom Hearts 1 schon mal erklärt bekommen haben. Today, und Birth by Sleep. With countless small Aber danke, dass wir es nochmal hören dürfen. Yeah. Like stars in the sky. Ich glaube, die geht auch davon aus, dass du irgendwann mal Sachen vergessen hast. So alles. So viel Information. Es ist ja erst das 8. Spiel. Also. Das hat nichts passiert, ja. Gar nichts. 7 of light, 13 of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness.
never to be seen again. Ja, bis Kingdom Hearts 3. As long as it schätzen remains wir mal. There, even the brightest world will wir gehen einfach mal davon aus. Wenn nicht, dann Part 4. Light begets darkness. Na, in Part 3 soll ja die Seanord-Sage abgeschlossen werden. Du kannst in Part 4 noch eine neue Sage anfangen. Ja. Some decided to use the Keyblade, a weapon. Wenn sie danach noch eins machen, in 20 Jahren. To defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade. Ja, ist die große Frage, ob sie dann nochmal von Kingdom Hearts 4 bis 6 nochmal 10 Spiele brauchen. Wahrscheinlich. Glossar, der Schlüsselschwertkrieg. Glossar, Kingdom Hearts. Glossar, die Krieblinge. Falls wir es nochmal lernen müssen, was wir da gerade alles erfahren haben. Ja. Meanwhile. Währenddessen habe ich doch sehr viel spielbar gehabt. Ey, ich bin wieder dran. Where is he? Weg. Schon alles vorbei, Sora. Ist so lange geschlafen. Ja. In einem Traum schlafen, das kann auch nur Sora. Ja, sind beide weg. Fell asleep. Neku said that he and that creep in the coat had a deal. But what was the deal? Offensichtlich, dass du da hingebracht wirst. That can't be right. Er ist immerhin dein Freund, ne? Ja. We never even found Neku's partner. I guess I should just take a look around. Es könnte auch alles nur eine Ausrede gewesen sein. Charaktersturz! In diesem Spiel steuerst du abwechselnd Sora und Riku, haben wir jetzt auch schon gemerkt, um die Geschichte voranzutreiben. Um von einem Charakter zum anderen zu stürzen, sprich zu wechseln, wähle einfach Sturz im Pausenmenü oder Hauptmenü aus. Die Sturzanzeige nimmt stetig ab, während du die Gegend erkundest. Da ist ein Sturztempo. Schlaf und andere Zustandsveränderungen bewirken eine schlechtere Entleerung deiner eine schnellere Entleerung deiner Sturzanzeige. Ist die Anzeige leer, beginnt die sogenannte Bonuszeit. Ein Zeitraum, in dem mehr Sturzpunkte auftauchen als sonst. Wenn die Bonuszeit vorbei ist, wird der Sturz ausgelöst und du steuerst ab sofort den anderen Charakter. Mit anderen Worten, wir haben immer ein Zeitlimit, egal was wir tun. Ja. Immer. Vor allem auch, wenn wir Kisten suchen. Also, wo sind die Kisten? Ja, genau da, wo sie gerade mit Rico auch waren. Ui, ist der. Einmal oben auf dem Balkon und einmal hinten bei der Feuertür. Ja, ich muss gerade um die Tür. Moment. Bam, dicker Sturz. Kann ich jetzt eigentlich die Komori-Bird hier reintun? Ich glaube ja. Ich müsste, glaube ich, im Pausenmenü einfach hinzufügen können. Der Party, meine ich zumindest. Ja, gucken. Ich muss warten, bis das Kommando-Dings blau ist jetzt. Geistergruppe ändern. Gruppe ändern. Also mal gucken. Gruppen. Ja, du musst einfach nur von unten nach oben reinschieben. Eins. Ja. Ich will ihn nicht streicheln. Na. Boris darf gerne mitkommen, aber er will nicht gestreichelt. Du hast die Rutschattacke eingesetzt. Ja. Recht von dir. Was wir sehen. Mach mal auf hier. Kling. Für eine lebhafte Fantasie. Ja, die hat Sora definitiv. Ja. Und einmal für. Ein Block-Schoko! Müssen wir wieder Eis machen? Naja, hat wieder Lust. Nee, nicht wirklich. Bringt sie alle. Nutzt die Schleuder. Oh. Das war die falsche Richtung. Ja, wohl gemerkt. Ich war so frech, in die Richtung zu drücken, wo die Gegner sind und nicht in die entgegengesetzte Richtung. Whee! Angriffswerte erhöht, Magie wird erhöht, Abwehr wird erhöht. Ja, war ein gutes Level, würde ich mal behaupten. Erinnert mich gerade daran mal kurz. Nein, nicht in die Andenken. Nein, ich wollte ins Config. Warum ist das Config nicht ganz unten? Kommandodeck. Ne, ist doch richtig, oder? Oder muss es invertiert sein? Ich glaube, es muss invertiert sein. Versuch's mal. Unten. Ja, jetzt ist richtig. Okay. Wenn es invertiert ist, dann geht's richtig rum. Ist ja, lustig. Wenn es invertiert ist, dann nach unten drücken, wir so nach unten. Ich sollte mich mal umsehen. Ach so, da gehen wir nicht auf den Sack. Hui. Wo willst du dich denn umsehen? Musst du noch irgendwas töten oder so? Achso, das Ding hier willst du haben. Mach's kaputt. Dein Geist scheint etwas bemerkt zu haben. Ausrufezeichen. Aber mein Geist ist richtig clever. Ja, weil das Licht angegangen ist, ist die Tür offen. Macht Sinn? Oder so, ja. Hey, guck mal. Nur kommt zurück in den ersten Raum. You got mail. Na, oder so. Erstmal, you got enemy. Na. Volksturz. Schorksturz! Neue Stufe für Boris! Stufe. Aber für welchen? Ich kann sagen, Boris hat eine Stufe erreicht! Nice! Super! Come on! Ist kein Schaden gemacht? Mach mal eine Outro-Attacke. Und Elektrosturz!
Wenn jetzt noch funktionieren würde, ne? Ja. Hallo! Das ist, lass es ja mit dem Reinrollen der Regel auf, weil das sowieso in 50% der Fälle nicht funktioniert. So. Dann gehen alle tot. Jetzt haben wir das Ding. Das ist ein Langportal. Besiege alle Geister! Ja. Für mindestens drei freie Fallattacken aus. Ja, es gibt immer lustige Zusatzbedingungen. Ja. Praktischerweise benutze ich die ja sowieso fürs Kämpfen dauernd. Also ja. Whatevs. So lässt, wenn man das Langportal zum Beispiel Late Game macht und man einfach alle Gegner mit dem ersten freien Fallattacke umbringt, dann. Ist das schwierig. Ups! Muss ich tatsächlich erstmal auseinanderscheuchen, damit er funktioniert. Bonuserfolg! Yay! Yay. Hochkompliziert. Ja. So. Ziel! Yay. So, Punktepreis 105 Punkte, zügellose Einbildung erhalten, Bonuserfolg geschafft, Bonuspreis Königskuchen! Du hast einen Königskuchen bekommen! Ist ja nicht toll. Ey, da freue ich mich ja ungemein. Ja. Ja. Also kannst du jetzt Mail untersuchen. You got Mail. Was versteckt die Mail unter sich? Gut, dass meine Briefkästen nicht aus dem Weg springen. Ja, das wäre unpraktisch, glaube ich. Ich untersuche. Hier weggehen? Ja, warum nicht? Okay. Ich will hier sowieso nicht bleiben. Schauen wir mal, was im Untergrund so los ist. Ja. Eine Menge, wie es aussieht. Hier geht's zum Post Office. Ja. Sind im Raum irgendwie nur 7 Schatztruhen, also ja, alles gut. Der Raum ist grauenhaft. Ja, er ist viel zu groß, viel zu unübersichtlich und es ist überall Zeugs. Ich bin oben. So, also ich erinnere mich erstmal, das Ding hier muss man da vorne in die Wand reinschleudern und da gibt es, glaube ich, was versteckt. Boom! Ja. Bling! Aus dem Gegner! Nee. Stürzt sie tot. Schocksturz! Ja. Und umgerollt und gehen mal in die Kiste. Der Kling. Eine lebhafte Fantasie. Mal wieder. Ja. Wie üblich. Ich glaub's ja nicht, aber ich mach's trotzdem mal. Sind wir hauptsächlich dafür da, um Sachen anzugreifen? So, dann weiß ich, dass einige auf dem Boden unten waren. Wir gehen mal eben. Huch! Runter, um eine Cutscene zu kriegen. Scheinbar. Komischer Trigger. Und da oben ist auf jeden Fall eine Schatztruhe. Ja, vor allem auch eine große Schatztruhe. Ja. Kommen wir schon gleich irgendwie dran, denke ich. Wie gesagt, ich weiß, dass hier unten irgendwo welche waren. Ich weiß immer nicht genau wo, also muss ich jetzt mal ein bisschen. Ja. Sprengen, töten, vernichten. Bum, 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 bum. Da ist eine. Und dann da zwei. Es sind noch mehr Gegner. Dadurch, dass wir diese ganzen Schatztruhen mitnehmen müssen, haben wir immer den unglaublichen Vorteil, dass wir eigentlich alle Gegner im Spiel zu Gesicht kriegen. Ja. Und da wir für eine von den Trophäen 2500 Gegner töten müssen, ja. Das ist fast sinnvoll. Ja, nur fast. Hey, lebe auf der Einbildung. Ja, da oben sind, ist auch wieder eine so eine Wand, die du mit einem Geschenk wegmachen kannst. Hier? Da hinten sind die Geschenke. Ja. Pakete oder wie auch immer. Die müssen weg. Feuer frei! Die fliegen so schnell. So, dafür kriegen wir eine zügellose Fantasie. Mit der Kiste. Kriegt man die alle. Bumm! Hast du dich nicht mal umgebracht? Frech. Wir leben mit einem HP. Wie überlebt er das denn? Das ist unglaublich. Und Schocksturz. Hey, rüber, Mistviecher. Schocksturz. Das war der Elektrosturz. Auch ja, gut. Der Elektrosturz hat mich runtergebracht. Ja. Ich wollte ihn einsetzen, aber. Du müsste irgendwo hier in der Ecke, irgendwie auf einer anderen Höhe oder so, müsste auch noch eine sein. Also oben rechts, ich in der Ecke. Bring mich zum Licht. Jetzt bist du unten rechts, ich in der Ecke. Achso, das oben rechts. Ja. Meinst du. Ich dachte, du meinst hier oben rechts. Nee, ich meine von der Karte her oben rechts. Ja, jo, da ist eine Kiste. Ha! Bewacht von vielen bösen Monstern. Na, von vielen bösen Albträumen. Ich will hier mal ein Kommando benutzen. Welche haben wir denn, ne? Porsche mal wegschalten. Nicht aus Versehen benutzen. Die wertvolle Porsche. Ja, das würde nur passieren, wenn ich unsere Potions verschwende. Ja. Ding, ding. Ey, wir haben eine Farbpistole rot mal 10 gekriegt. Das ist ja unglaublich. Ja, und was wir mit dieser Farbpistole beim nächsten Mal nicht anstellen, seht ihr dann. Nichts. Bis dahin, see ya. Aloha.